Es ist ziemlich praktisch, weil Canon hier unten auch schon direkt die Möglichkeit eingebaut hat, quasi hier so einen kleinen Verschluss zu öffnen. Allerdings ist der Anschluss von dem Adapter einfach zu dick. Wir haben jetzt schon mittlerweile fast 5:30. Ich muss ganz ehrlich zugestehen, dass ich heute extrem antriebslos bin. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber man hat irgendwie manchmal doch so Tage, wo man einfach zu nichts findet. Ich war bisher super unproduktiv. Es gibt aber eine Sache tatsächlich, die mich jetzt vielleicht doch noch etwas produktiver werden lässt und die tatsächlich auch schon die ganze Woche irgendwie mir im Nacken sitzt. Tatsächlich sprichwörtlich sind das genauer genommen diese Pakete. Heute kamen schon wieder 2 Pakete an. Tatsächlich weiß ich mittlerweile schon nicht mal mehr, was in den Paketen überhaupt drin ist. Achso, übrigens ist der Latte Macchiato mit Karamellflavor von Starbucks echt richtig lecker. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Auf jeden Fall, neuerdings haben sie jetzt hier so einen Papierstrohhalm dran gemacht, benutzt. Da war vorher mal ein Plastikstrohhalm dran. Ganz ehrlich, mega cooler Schritt. Sehr umweltbewusst, aber... Im letzten Video hatten wir bereits schon davon gesprochen, dass wir mittlerweile bei uns in der Wohnung überhaupt keinen Platz mehr haben. Der Grund ist auch, weil wir in letzter Zeit so viele Sachen bestellt haben, neues Equipment. Das müsste eigentlich reichen. Ich werde mich auf jeden Fall jetzt nicht nochmal wiederholen, aber jedenfalls hat das Lavalier-Mic einen Adapter, einen TRS auf einen sogenannten TRRS-Adapter und deshalb wurde die ganze Zeit kein Ton aufgenommen. Komm schon her weg. Auf jeden Fall holt hier erstmal die ganzen anderen Sachen noch aus der Wohnung. Fakt ist auf jeden Fall, dass wir nicht alles in den Keller räumen wollen. Beispielsweise die Objektive sollen in der Wohnung bleiben, aber die ganzen anderen Sachen, wie vor allem hier auch die ganzen Kabel, brauchen wir um Gottes Willen auf jeden Fall nicht in der Wohnung. Genauso gut wie die ganzen Akkus und restlichen Kabel, geschweige denn von den Kabeln und den ganzen Kabeln. Einen Vorteil hat das Ganze auf jeden Fall aber, ich muss nicht mehr so viel schleppen, wenn ich einen Dreh habe, weil ich direkt von hier aus vom Keller zum Auto kann und nicht mehr
Anzug hinterschleppen muss. So viel Kabel, wie ich alleine heute schon geschleppt habe, kann man sich einfach gar nicht vorstellen. Es gibt aber ein ganz bestimmtes Kabel, welches noch einer kleinen Modifikation bedarf. Und zwar, wer die Canon M50 kennt, weiß ganz genau, dass die Batterie von der Kamera tatsächlich nicht sehr lange hält. Weshalb wir uns jetzt hier so einen Batterie-Dummy geholt haben. Das heißt, ich habe quasi die Möglichkeit hier... Hier ist der falsche Anschluss. Wo ist denn der? Ich weiß tatsächlich noch nicht, warum ich noch nicht früher drauf gekommen bin. Ich habe letztens auf einem anderen YouTube-Video gesehen. Das heißt, ich muss nämlich nicht jedes Mal irgendwie die Batterie laden oder beziehungsweise Batterien wechseln, was tatsächlich bei der Kamera schon echt verdammt oft vorkommt. Es ist ziemlich praktisch, weil Canon hier unten auch schon direkt quasi so die Möglichkeit eingebaut hat, quasi hier so einen kleinen Verschluss zu öffnen, wo ich dann quasi hier das Kabel hindurchstecken kann. Allerdings ist der Anschluss von dem Adapter einfach zu dick. Sieht jetzt nicht gerade perfekt aus, aber es funktioniert zumindest. Schon viel besser. Was ich übrigens noch vorhin gefunden habe, ist tatsächlich dieser kleine Adapter für den Hot Shoe Mount. Hier quasi noch so eine Kappe, die ich abschrauben kann. Auf jeden Fall passt dieser Adapter auf das kleinere Gewinde auf der anderen Seite. Jetzt sollte man mich auf jeden Fall hören. Jetzt sollte man mich auf jeden Fall hören.